So, hallo erstmal und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und wie man schon direkt sieht, befinden wir uns hier eben auf meinem eigenen Discord, also auf chio.de Discord, habe ich es halt einfach genannt. Total kreativ und so. Ja, der Grund dafür ist, dass es in ja, gewissen anderen Communities und ja, also die, die es betrifft, die werden sich jetzt sich auch angesprochen fühlen. Ich möchte da auch keine Namen nennen und da jetzt auch nicht einen riesen Fass aufmachen und da sonst wie drauf eingehen. Jedenfalls gab es dort leider eben ein paar Fehlinformationen, die dann auch ja, einen gewissen Tratsch ausgelöst haben. Und ich habe für mich einfach beschlossen, gerade in den letzten Wochen und Monaten auch, mich davon einfach zu distanzieren und ja, mein eigenes Ding quasi durchzuziehen. Und das, so sieht das jetzt aus. Bei mir auf dem Discord wird das so sein, dass mein Fokus eben mehr auf die Sprachkanäle ausgelegt ist und ich als ja, schriftliches Medium hier dann prinzipiell erstmal nur den Startplatz anbiete und für die Rolle der Challenger, die werden dann hier in die ja, in diesem Challenge-Textkanal werden die da auch das ein oder andere Bild reinposten können. Falls wir da, da sind so ein paar Sachen in Planung, die dann vielleicht ausgearbeitet werden noch. Und falls man das dann hier auch postet oder so, das wissen wir jetzt alles noch nicht, habe ich das hier schon mal erstellt. Ja. Also wie gesagt, mein Fokus ist eben darauf, wer was schreiben mag, kann das eben auf dem Stadtplatz tun. Ich möchte aber eben nicht so eine, also nicht so eine Community sein, die dann hier so 30 Channel in der Ecke hat und ja, ich finde das für mich persönlich übersichtlicher. Ich finde es besser, auch für die Admins zu administrieren und deswegen ist das übrigens dann auch der Grund, weil da sicherlich auch die ein oder andere Frage kommt, warum ich da nicht mehr Channel erstelle, dass es eben nur, ich sag mal, den Stadtplatz gibt, wo man sich unterhalten kann und ja, ansonsten hier das Übliche, ne, dass Leute hier willkommen sind, dass es ein paar Regeln gibt, die dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden. Hier habe ich dann auch schon getestet, dass dieser G-Bot hier dann diesen Livestream anteasert. Das hat alles ja soweit funktioniert. Die ganzen Channel, die sind soweit eingerichtet, dass das hier mit den Channel-Einstellungen passt, dass da jeder joinen und sprechen kann. Und ja, ich würde mich freuen. Ihr könnt gerne meinem Discord beitreten. Den Einladungslink findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde jetzt mich an dieser Stelle einfach verabschieden und sagen, ciao und wir hören uns.